Schulanfang. Alle werden staunen, wie groß ich über den Sommer geworden bin. Hey. Hi, Liza. Hey. Hey, ich hab dich schrecklich vermisst, Liza. Hi. Wow, du hast dich ja über den Sommer verändert. Oh, nicht wirklich. Du hast dich über den Sommer auch verändert. Jetzt wollen wir mal sehen, woran ihr euch noch vom letzten Jahr erinnert. Ein Test gleich am ersten Tag? Das ist doch ein Scherz. Der Test ist echt schwer. Ich frage mich, wie es Kate geht. Hey, sie schummelt. Das mache ich auch. Was hat sie da geschrieben? Bringt eure Tests nach vorn. Hast du über den Sommer etwa alles vergessen? Was bist du doch für ein kluges Mädchen? Hast du den ganzen Sommer über gelernt? Es waren ihre Nachbarn, die alles gelernt haben. Sie ist über den Sommer nur gewachsen. Was hast du gesagt? Nichts. Oh, ich will unbedingt Chips. Ich auch. Oh, da sind sie. Die letzte Packung. Was für ein Glück. Oh, du Kleine. Ich meine große. Ich meine lange. Willst du ein paar Chips? Du siehst hungrig aus. Nö, ich habe keinen Hunger mehr. Okay, egal. Nicht schlimm. Das ist echt schwer. Guck, ich kann's auch nicht. Wow, du hast es geschafft. Wow, wie hast du das gemacht? Willst du mit uns Basketball spielen? Ja, ich hätte nie gedacht, dass ich das kann. Wow, was für ein tolles Kleid. Guck nicht so, das gehört mir. Na gut, lass uns sehen, wem es besser steht. Das ist genau meine Größe. Dieses Kleid ist eindeutig nichts für mich. Ist doch nicht schlimm. Du findest bestimmt ein anderes. Kate wird diese Pralinen sowieso nehmen. Sie ist groß. Hey, Baby. Guck, er hat einer von uns zugerufen. Er meint bestimmt dich. Du bist groß. Bitte, hol mir die Pralinen runter.
für diese Schönheit. Hey, hier, die sind für dich, Süße. Vielen Dank. Anscheinend steht er auf kleinere Mädchen. Jetzt sehe ich das Problem aus einem anderen Blickwinkel. Dein Problem steht vor dir. Gib uns die Lösungen für den Test. Ha, nichts. Gibt's hier noch andere Streber? Hey, das kriegst du wieder. Mach dich bereit für... Verzeihung, meine Liebe. Bist du verletzt? Ich geleite dich zum Arzt. Was war das denn? Wird Zeit, sich von Piero zu verabschieden. Warte, ich kalkuliere noch den perfekten Weg, um ins Klassenzimmer zu kommen. Tja, Mathe ist gar nicht so langweilig. Du bist wieder normal? Oh? Heureka, ich habe die Fläche des Klassenzimmers berechnet. Wow, setzen wir den Wert in die Formel ein. Mach deinen Schädel bereit. Ich hol dich wieder auf die dunkle Seite. Wird Zeit, wieder dumm zu werden, Piero. Oh, ist hier nicht das alte Mesopotamien? Getroffen. Versucht er auszuweichen, Streberin. Ich fange diese Turteltäubchen ab. Habe ich den falschen Spind erwischt? Ich habe deine Gerissenheit unterschätzt. Würdest du mit mir in die Bibliothek gehen? Oh ja. Er kommt mit mir. Sonst was? Das. Ich stehe direkt neben der Streberin. Ich muss jetzt ein paar Bücher verbrennen. Wissen und unsere Liebe sind stärker als Muskeln. Ich hatte über Bücher gesprochen. Haben wir hier eine neue Buchempfehlung? Ah, Streberin, gib mir meine Piero zurück. Upsi. Können wir bitte darüber reden? Bei einer Tasse Tee? Mal sehen, was es Neues gibt. Oh, eine Party. Und ich bin eingeladen. Juhu. Zeit, sich rauszuputzen. Okay, mal sehen, welche Schätze ich habe. Nicht schlecht. Was? Mein Puder ist alle? Wer hat es benutzt? Was ist mit meiner Foundation? Ups. Wenigstens habe ich tollen Eyeliner. Oder auch nicht. Vielleicht Lippenstift? Nein? Warum passiert mir das? Zeit für einen Einkaufsbummel. Ich wusste nicht, dass es diese Preise gibt. Echt jetzt? Ist das nicht viel zu teuer?
ist alles, was ich habe. Ich werde zu Hause bleiben müssen. Oh nein. Ich habe alles, was Sie brauchen. Wirklich? Zeigen Sie es mir. Hier lang. Worauf lasse ich mich da nur ein? Wow! Ausgezeichnete Qualität. Nur 200 Mäuse. Hier haben Sie es. Die vierte heute. Kann's kaum erwarten, alles auszuprobieren. Diese Pads sind so rutschig. Ew. Egal, ich probiere das. Was ist hier los? Hilfe! Vorsichtig! Warum ist meine Haut nach dieser Maske schlimmer geworden? Weißt du, was hier los ist? Diese Foundation ist nicht für Birnen gemacht. Wen kann ich so beeindrucken? Nein, ich gebe nicht auf. Lippenstift brauche ich. Oder auch nicht. Was ist das? Ich bin gerettet. Braves Kätzchen. Wer braucht meine Hilfe? Ich. Nur du kannst mich retten. Atemberaubend. Zeit zu zahlen. Das ist für dich, Schatz. Okidoki. Was? Bis zum nächsten Mal. Das ist für dich. Für mich? Weil du so cool bist. Danke. Die Farbe steht dir echt gut. Lila sieht schick aus. Ich habe irgendwo ein lila T-Shirt. Igitt. Was ist das? Die habe ich schon gesucht. Lila steht mir echt gut. Wow. Was für ein nicer Streich. Komm her! Oh, wie kann das sein? Schwarz ist besser. Meine Geheimwaffen. Dich werde ich erwischen. Mach dich bereit, Piro. Los geht's. Hm?
Game over. Komm schon. Nicht mein Tag. Wir haben uns vertragen. Das ist ein neuer Trend. Die Farbe grün. Wir vertragen uns auch wieder. Also, denkst du, was ich denke? Ich bin müde. Ich auch. Niemals! Fang! Eine neue Nachricht? Ups, ouch! Was steht da? Eine Party-Einladung? Hurra! Warte, habe ich noch Zeit, mich fertig zu machen? Erst duschen! Jetzt muss ich nur noch meine Haare föhnen. Das ist lustig. Und noch schöne Locken. Autsch! Ah! Heiß, heiß, heiß! Oh, das tut gut. Aber mein Lockenstopp ist hin. Ah, ich habe eine bessere Idee. Tada! Nutz deinen Eyeliner. Und etwas Lidschatten. Okay, ich versuche es. Zuerst Eyeliner. Schön dick. Endlich zu Hause. Was hat er denn? Oh, ich verstehe. Versuchen wir es nochmal. Fast fertig? Ich sehe hübsch aus. Mein neues Kleid. Total schick. Ich habe vergessen, meine Beine zu rasieren. Das schaffe ich jetzt nicht mehr. Ein langes Kleid ist die perfekte Lösung. Wenn es nicht zu eng wäre. Geschafft. Was? Nein. Ich habe keine andere Wahl. Ich muss mich rasieren. Ich bin bereit, Herzen zu brechen. Und meins wird das erste sein. Jetzt beginnt der Spaß. Hey, wo wollt ihr hin? Geschlossen? Jetzt schon? Oh yeah, wir sind da, mein Baby. Hi, Liza, schau dir mein Gefährt an. Hi, Tina. Ist dein Freund zu Hause? Nein, das ist schade. Ich brauche sein Rad wegen meines Motors. Möchtest du einen Tee? Übrigens, den hab ich gebacken. Gib mir bitte eine Minute. Meinetwegen. Wo ist es? Das definitiv nicht. Wo hab ich's hingelegt? Ja, das brauche ich. Total geräumig.
Gut, dass ich den nicht weggeworfen habe. Was geht? Film? Heute Abend? Was war das für ein Geräusch? Meine Flügel! Was macht sie so lange? Make-up-Suppe! Das war's! Es ist vollbracht! Also das nenne ich ein Gefährt! Geht's dir gut? Der Kuchen war nicht mehr ganz frisch. Hey, sowas hast du noch nie gesehen. Ich habe eine Idee. Machen wir ein Rennen. Eine Wettfahrt? Mehr oder weniger. Die Gewinnerin geht mit Piro ins Kino heute Abend. Los geht's, mein Einhorn! Willst du mich verarschen? Da! Yeah, ich bin die Erste! Bitte geh ans Telefon! Gib nicht auf! Mal sehen! Na! Der letzte Schliff und schon fertig! Ich helfe ihr nicht! Niemals! Mein Sieg! Mein Piro! Ich bin eine Göttin! Piro, geh nicht mit ihr! Ich flehe dich an! Geh mit mir ins Kino! In der Tat, der Film ist echt gut, oder? Oh, du! Wir lassen euch besser alleine, Mädels. Viel Spaß auf euren Plätzen. Das wird ihn dazu bringen, mir seine Liebe zu zeigen. Oh nein, ich falle! Keine Panik, ich fang dich auf. Keine Sorge, alles okay, es ist vorbei. Dein Ernst? Was? Ich sagte, ich fang ihn. Alles klar. Du bekommst den Ball und er bekommt mich. Date im Restaurant, sofort. Es freut mich, dass du mich ausgewählt hast. Ihre Bestellung? Oh, gütiger Gott, was haben Sie getan? Für die Liebe kämpfen. Ich mache nur meinen Job, Mister. Danke, Kellner. Sie können gehen. Okay, ich hole mal den Nachtisch.
Oh je, Entschuldigung. Ah! Umwerfendes Werben. Können wir eine Pause machen? Hey, ich weiß, wie ich das wieder gut machen kann. Ein Lied für meine Liebe. Nein, aber gerade ist Pause. Du hast es endlich verstanden. Tut mir leid, dass du warten musstest. Juhu, er liebt mich. Das wirst du mir büßen. Wieder ein schöner Morgen. Sieht so aus, als sollte ich die Burger zum Frühstück weglassen, hm? Wie bist du hier reingekommen? Ich glaube, er beobachtet mich andauernd. Ich bin sicher, du hast nichts zu befürchten. Gott, vielleicht gibt's doch einen Grund zur Sorge. Schau's dir nicht an. Ich war jung und brauchte das Geld. Lieber Gott. Ich werde dich zwingen, diese Fotos zu essen. Sachte, sachte. Fass mich an und die ganze Welt wird das hier sehen. Bäh, schrecklich. Ich verlasse dich. Psst, Ahmed. Ich weiß, wie man ihn aufhalten kann. Oh nein, warum liebst du mich nicht? Du bist fett. Ich verstehe es nun, tut mir leid. Okay, okay, ich vergebe dir. Dann gehen wir auf ein Date. Hurra, ein freier Tisch, komm schon. Ihre Kamera, Mister? Hä? Warum wollen Sie meine Kamera? Das Essen könnte Sie schmutzig machen. Was ist das? Ein Fleck? Das Tischtuch muss gewechselt werden. Ey, dafür werden Sie gefeuert. Ich arbeite hier nicht mal. Meine Mama hat gesagt, dass Mädchen böse sind. Ich denke, das Internet sollte das mal sehen. Ich glaube, er hat genug. Ah, die behalte ich. Ich will noch schöne Dinge festhalten. Zu weit weg. Wird schon nichts Schlimmes passieren. Jetzt ist alles sauber. Das wirst du mir büßen. Wow, ich hab einen. Der Fisch ist ja riesig. Du vermüllst ja alles. Was? Oh.
Schatten. Hallo. Was hat er getan? Hat Müll ins Meer geworfen. Was? Das mache ich nie wieder. Lebenslange Freiheitsstrafe. Die ist wieder nass. Dann auf die altmodische Art. Autsch! Okay, so geht's. Blöder Helm! Oh, armes Früchtchen. Trink was. Ekelhaft. Ich danke dir. Was zum... Ist doch lächerlich. Schon besser. Wo ist der Schnurrbart? Was ist hier los? Ein lebender Schnurrbart! Mein Junge, wo bist du? Hey! Mein Haustier! Mach das sauber! Langsam wird's seltsam. Ich weiß. Fertig! Ich brauche noch mehr. Du darfst keinen Fisch essen! Gar nicht so übel. Hey! Eine Nachricht für dich. Morgen früh werde ich dich retten. Meine geliebte Lisa. Würmer, Würmer, Würmer. Danke dir. Mach's gut. Tschüss. Danke, dass du mich gerettet hast. Hey du, hol dein Müll da raus. Auf keinen Fall. Okay, okay.